der Mehrheit unsere Wunderwaffe im RBB-Studio, meine Damen und Herren, das kann man schon mal so sagen, weil Sebastian macht nicht nur Radio. Ich stehe immer noch. Das kann ja mal passieren, dass die Technik irgendwie kaputt geht. Und hier sitzt zum Beispiel der Holger Kessler morgens früh von 5.30 Uhr, der Nachrichtensprecher hier drinnen, und liest jede Stunde seine Nachrichten. Und am Nachmittag heute Claudia Heber, 3 Stunden ab 14 Uhr. Und das Pult sieht größer aus und komplizierter, als es vielleicht dann ist, wenn man sich ein bisschen reingefuchst hat. 5, 6 Knöpfe muss man drücken, lernen und beherrschen. In der Mitte ist der Musikplan, da sieht man immer die Musik, beziehungsweise die Beiträge oder mal die Moderation oder die Nachrichten. Das ist festgelegt, wann was kommt. Rechts hat man dann später noch so einen Verkehrsservice, dann mit den aktuellen Verkehrsmeldungen. Und links diese lustigen Farben, das sind quasi Geräusche oder irgendwelche Einspieler oder mal so ein Musikbett unten drunter. Das kann man dann einspielen. Ja, soll ich diese... Bitte? Ja, nee, wenn man ja mal wieder auf den falschen Knopf drückt. Nee, wenn man nicht auf den falschen Knopf drückt. Nee, aber es kann ja mal sein, dass man zum Beispiel irgendein Geräusch braucht, mal für irgendein... Wir reden über einen Fußballwettbewerb und dann brauche ich zum Beispiel mal so ein Fußballbett oder sowas, Energiekompos, dann kann man das darauf legen und dann kann man das dort abspielen. Ja. Ansonsten kommt die Musik eigentlich aus dem Rechner. Die ganzen vielen CDs, die man hier sieht, sind sozusagen unsere Musikredaktion, unser Musikarchiv. Also falls mal irgendwas fehlt und wir was nicht haben im Computer, dann können wir es dort uns raussuchen. Ja, das Wichtigste ist die Uhr. Die große rote, damit wir immer pünktlich fertig werden, immer oben fertig werden, 14 Uhr oder 15 Uhr und auch pünktlich halb die Nachrichten lesen können. In den Kopfhörern hört die Moderatorin sie. Ich habe noch mal was ich weiß, wenn so diese Musiksendungen sind, die live sind, wo kommt die eigentlich mehr von Potsdam? Genau. Wenn, aber Hörer das.
Ja.